Warum erfahren manche Christen geistliches Wachstum und andere nicht? Welche Dinge hindern uns daran, dass wir im Glauben vorankommen? Und welche Fallen sollten wir vermeiden, die unser geistliches Leben zerstören können? Darum geht es gleich in diesem Video. Willkommen zu einer neuen Folge von Was sagt die Bibel? In dieser Serie behandeln wir regelmäßig ein biblisches Thema. Wenn euch unsere Videos gefallen, dann abonniert doch einfach unseren Kanal. Wachstum ist im christlichen Leben von entscheidender Bedeutung. Jesus selbst sagte einmal: Wandelt im Licht, damit euch die Finsternis nicht überfällt. Nicht voranzukommen kann also zum geistlichen Schiffbruch führen. Warum manche Menschen wachsen und andere wiederum nicht, kann von unterschiedlichen Faktoren abhängen. Wir wollen uns jetzt vier wichtige Gründe anschauen, die uns oftmals davon abhalten, geistlich zu wachsen. Erstens, keine oder mangelnde geistliche Speise. In Hebräer 5, Verse 12 bis 14 lesen wir: Denn obgleich ihr der Zeit nach Lehrer sein solltet, habt ihr es wieder nötig, dass man euch lehrt, was die Anfangsgründe der Aussprüche Gottes sind. Und ihr seid solche geworden, die Milch nötig haben und nicht feste Speise. Wer nämlich noch Milch genießt, der ist unerfahren im Wort der Gerechtigkeit, denn er ist ein Unmündiger. Die feste Speise aber ist für die Gereiften, deren Sinne durch Übung geschult sind, zur Unterscheidung des Guten und des Bösen. Unter den vielen Gaben des Geistes ist auch die Gabe des Lehrens. Der Text spricht hier nicht davon, dass reife Christen sich nicht von anderen belehren lassen sollten. Er spricht aber von einer Situation, in der die Gläubigen es nötig haben, über grundlegende Themen belehrt zu werden. Und das, obwohl sie eigentlich schon in der Lage sein sollten, andere zu unterrichten. Dabei wird im Text das Bild verwendet von Menschen, die mit Milch gefüttert werden müssen. Muttermilch ist für Babys sehr wichtig und gesund. Wenn sich aber ein 18-Jähriger immer noch von Muttermilch ernähren würde, hätte das schlimme Folgen. Viele Christen kommen ihr Leben lang nicht über die Muttermilch hinaus. Wir sollten mit der Zeit lernen, die Bibel tiefer zu studieren und uns auch mit schwierigeren Themen zu beschäftigen. Dabei ist es wichtig, dass wir auch immer besser verstehen, wie man die Bibel richtig interpretiert. Wir sollten uns nicht nur Gutfühlpredigten anhören, sondern auch Vorträge oder Seminare, bei denen wir wirklich was dazulernen können und die in die Tiefe gehen, wobei wir unsere geistliche Speise nicht von anderen abhängig machen dürfen. Es ist dabei sehr entscheidend, dass wir auch abwechslungsreich studieren und uns nicht immer nur mit einem oder wenigen Themen beschäftigen. Wir sollten niemals vergessen, das Gelernte auch in die Praxis zu übertragen, sonst bleibt es oftmals lediglich beim Kopfwissen. Die richtige geistliche Speise verhilft uns letztlich auch zu einem wahren Gottesbild. Wir dürfen nicht zulassen, dass uns Trägheit oder mangelnde Zeit davon abhalten, die Bibel tief zu studieren. Zweitens, keine Kritikfähigkeit. In unserer heutigen Zeit reagieren viele Menschen sehr empfindlich auf Kritik. Wir vertragen es nicht, wenn wir selbst oder andere Mängel an uns finden. In 2. Korinther 13, Vers 5 lesen wir aber: Prüfet euch selbst, ob ihr im Glauben seid. Wir sollten also unser Denken, Reden, Handeln und generell auch unseren Charakter hinterfragen, damit wir sehen können, an welchen Punkten wir noch Wachstum oder eine Veränderung brauchen. Auch andere Menschen spielen dabei eine wichtige Rolle. Natürlich kann es sehr schmerzvoll sein, wenn man von anderen kritisiert wird. Wir sollten hierbei aber lieber den Nutzen davon vor Augen haben. Andere können manchmal Dinge in unserem Leben sehen, die wir nicht wahrnehmen. Oftmals verbringen wir unsere Zeit nur mit Menschen, die uns nach dem Mund reden. Wir sollten aber auch bewusst den Kontakt zu Menschen suchen, die uns auf geistliche Mängel ansprechen können. Drittens, weltliche Einflüsse. In Jakobus 4, Vers 4 lesen wir: Ihr Ehebrecher und Ehebrecherinnen, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft mit der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Wer also ein Freund der Welt sein will, der macht sich zum Feind Gottes. Jakobus drückt sich hier sehr entschieden aus. Weltliche Einflüsse können unser Glaubensleben nicht nur stoppen, sondern auch völlig zerstören.
Die Welt wird in der Bibel auch definiert als die Fleischeslust, die Augenlust und der Hochmut oder Stolz des Lebens. Viele Vergnügungen, Zeitvertreibe oder auch persönliche Ambitionen haben dabei einen negativen Effekt auf unser geistliches Leben. Sie rauben uns oftmals auch die Lust und die Zeit fürs Gebet und fürs Bibelstudium. Wir leben zwar in der Welt, aber wir sollten nicht von der Welt sein. Viertens, kein zielgerichtetes Leben. Oftmals führen wir als Christen ein Leben, das nicht auf ein geistliches Ziel ausgerichtet ist. Wir geben uns damit zufrieden, den Gottesdienst regelmäßig zu besuchen und durch das Gebet und vielleicht auch durch das Bibellesen Frieden und Trost zu finden. Paulus beschreibt jedoch, dass wir als Gläubige ein geistliches Wettrennen laufen und wir darin so laufen sollten, dass wir dieses Rennen auch gewinnen. Christus immer ähnlicher zu werden und den Dienst für andere sollten wir stets vor Augen haben. In Sprüche 11, Verse 24 und 25 lesen wir: Einer teilt aus und wird doch reicher, ein anderer spart mehr als recht ist und wird nur ärmer. Eine segnende Seele wird reichlich gesättigt und wer anderen zu trinken gibt, wird selbst erquickt. Wenn wir beispielsweise andere in der Bibel unterweisen, dann hilft es uns persönlich dabei, die Bibel besser zu verstehen, da wir uns mit Fragen und Perspektiven auseinandersetzen, an die wir bislang gar nicht gedacht haben. Auf diese vier geistlichen Hindernisse sollten wir achten, damit wir in unserem Glaubensleben Fortschritte machen können. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann gib uns doch einen Daumen hoch, abonniere unseren Kanal und drücke auf die Glocke, damit du über weitere Videos benachrichtigt wirst. Ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal bei Was sagt die Bibel?